Hallo, ich bin Annika und gemeinsam mit Katja die Projektleitung unserer Initiativen Job und Kunstfreunde und Familie und Kunstfreunde. Ich möchte euch heute ein Werk im Weihrauch vorstellen, dessen Bildraum sich dem Betrachter vielleicht nicht auf den allerersten Blick erschließt. Es ist das Werk Frauenakt im Spiegel von Pierre Bonnard 1910 gemalt. Wir schauen in einen Innenraum. Im rechten Vordergrund steht ein Stuhl, über welchem ein sehr stark gerafftes Kleid hängt. Im linken Bildraum ist ein Spiegel zu sehen, in welchem sich ein nackter Frauenkörper in Rückansicht spiegelt. Der Bildraum wird durch Anschneidungen dominiert. Weder der Stuhl, noch die Frau, noch der Spiegel sind ganz zu sehen. Der sehr beengte Bildraum wird jedoch durch den Spiegel aufgebrochen. Hier sehen wir die Frau mit leicht erhöhtem Kopf aus dem Fenster schauen, über bläuliche Dächer hinweg in einen fast orangenen Himmel. Bonnards Bildwerke sind sehr farbenfroh. Wenn auch mit limitierter Farbpalette, setzt er die Farben so ein, dass sie kontrastreich zum Leuchten kommen. Sanftes Violett neben sattem Gelb, warmes Orange neben kühlem Blau. Pierre Bonnard studierte zunächst Jura, bevor er sich seiner eigentlichen Berufung widmete und zur Malerei kam. Er studierte an der École Nationale Supérieure des Beaux-Arts in Paris und wurde als Mitbegründer der Künstlergruppe Nabi berühmt. Nabi steht im Hebräischen für die Erleuchteten oder auch die Propheten. Gemeinsam mit Künstlern wie Paul Serusier, Edouard Vuillard und Maurice Denis entstand eine neue Avantgarde. Der Künstler nutzte vor allen Dingen auch ornamentale Strukturen in seinen Werken und war durch die ostasiatische Kunst beeinflusst. Hier in unserem Werk zeigt sich dies am extremen Hochformat und an dem Verzicht auf die Perspektive. Spiegel und Fenster spielen in der Bildwelt Bonnards eine ganz wichtige Rolle. Das Spiegelbild öffnet den Raum, das Fenster wiederum die Wand und gibt den dahinterliegenden Raum zum Vorschein. Das zeigt sich auch im Werk, was sich ebenfalls hier im Wallraf-Richartz-Museum befindet, der Blick aus einem Fenster in eine Landschaft von 1918. Naheliegendes und Fernes sowie Gesehenes und außerhalb des Sichtfelds Liegendes können so im Bild vereint werden. Bonnard malte immer aus der Erinnerung heraus, was ihn maßgeblich von den Impressionisten unterscheidet. Er legte zahlreiche Skizzen an, schaffte Studien und notierte sich auch Temperaturen und Wetterverhältnisse in seinem Taschenkalender, um die Einflüsse dann später im Atelier in das Bild einfließen zu lassen. Das Malen aus der Erinnerung verbindet Bonnard vor allen Dingen auch mit Paul Gauguin, dessen Werke und jene der Schule von Pont-Aven Bonnard bereits früh kannte und schätzte. Bonnard war häufig mit mehreren Bildern gleichzeitig beschäftigt, überarbeitete diese ständig und teils über mehrere Jahre hinweg. Eine Anekdote bezeugt seinen Perfektionismus. Er soll die Abwesenheit von Wächtern im Museum genutzt haben, um zwei seiner Werke dort vor Ort noch heimlich nachzubessern. Das liebste Motiv von Pierre Bonnard war seine Frau Marthe. Er lernte die Veilchenverkäuferin in Paris kennen und bannte sie auf über 400 seiner Werke. Auch hier in unserem Werk wird Marthe vermutlich als Modell für den Akt gestanden haben. Das Besondere, Marthe altert in den Werken Bonnards nicht. Sie bleibt immer die junge Frau, die er als Student in Paris kennenlernte. Sie wird oft in sehr intimen Momenten dargestellt, sich badend, sich kleidend oder frisierend. Das Zusammenleben mit Marthe war nicht immer einfach. Sie entwickelte zunehmend körperliche und auch psychische Probleme. Und wie Bonnard an seinen Künstlerfreund Henri Matisse schrieb, unheilbare Wahnvorstellungen. 1925 zog Bonnard mit seiner Frau in die Abgeschiedenheit in Le Canet in der Nähe von Cannes in Südfrankreich in ein kleines und bescheidenes Haus. Sie lebten sowieso sehr bescheiden, obwohl Bonnard bereits ein sehr bekannter und gefragter Künstler war. In der Abgeschiedenheit in Le Canet wurde für Bonnard alles zum Motiv. Landschaften, Interieurs und heimische Szenen entstehen, die für ihn sehr typisch werden. In Bonnards Bildwerken herrscht oft eine ganz eigentümliche Atmosphäre, traumartig, surreal und vor allen Dingen wird die Farbe zum Hauptträger der Stimmung und nicht länger das Sujet,
Also, wenn ihr das nächste Mal im Wallraff seid, kommt doch vorbei und lasst euch von der Farbwelt Brunars verzaubern.